Dokuro-Tee. Mhm. Aber ich nein, kann gut. man gut trinken. Mhm. Sehr gut. Sehr lecker. Hat einen angenehmen Geschmack. Ja, Dokuro ist sehr lecker. Ja. Hi, minasan, konnichiwa. Rina desu. 今日は両親と一緒に動画を撮ります。今日の動画は、日本からお茶を持ってきましたけど、普通の煎茶とかだけじゃなくて、昆布茶とか、梅昆布茶とか。まあ私から見たらお茶じゃないものなんだけど、まあこれはちょっとドイツ人が、飲んでみたらどんな反応をするかを聞いてみたいと思います。 Zucker wollte, dass ihr so ein paar bestimmte Tees probiert. Mhm. Und das ist was ganz typisches Japanisches. Und meiner Meinung nach sollte das nicht unbedingt Tee genannt werden, sondern eher Suppe. Oder Brühe. Keine Ahnung. Okay. Das eine, dieses hier, ist mit Ume. Das Aha. sind diese sauren Pflaumen. Mhm. Und das andere ist Kombu. Kombu ist eine Art von Seetang, der normalerweise oft verwendet wird, um so ein ganz, ganz leichte Brühe eigentlich herzustellen. Es ist, schmeckt sehr natürlich, normalerweise. Das hier meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig natürlich. Oh. Und das ist super mega einfach herzustellen oder zu machen. Das ist da hier so Pulver drin. Da könnt ihr sehen. Das ist so Pulver. Ah ja. Ähnlich wie Matcha. Und außerdem kommt das Ding gleich. Ihr kannst ja mal riechen. Und riecht es. Hm, schwer zu sagen. Aber nach Algen. Salzig. Salzig, säuerlich. Und da ist eigentlich hier so ein Löffelchen drin. Das weiß nicht, ob ein Löffel riecht. Mutter! Du riechst nix. Doch, doch, aber. Ist schwer zu definieren. Erinnert mich irgendwie nach Algen. Also hier drin ist nicht viel. Salz ist das erste, was hier drin steht. Mhm. Zucker ist das nächste. Ja. Und dann eben Kombu-Pulver. Mhm. Und das war es dann quasi schon. Und ein bisschen Aminosäure. Mhm. Man macht es folgendermaßen. So ein kleines Schipperlchen in eine Tasse und dann 80 oder beziehungsweise 100 Milliliter Wasser. Mhm. Und das war's. Und umrühren. Das habe ich gemacht. Mhm. Und dann fangen wir einfach mal hier mit diesem hier an. Also steht hier Kelp Powder drauf. Dieses hier machen wir als erstes. Mhm. Das ist das hier. Vielleicht wollen wir noch mal kurz umrühren. Irgendwie hat sich das so ein bisschen abgesetzt. Jo. Du darfst als erstes. Das riecht komisch. Eine Brühe. Ja. Schmeckt genau. gut. Findest du? Salzig kalt. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Ja, es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Sachen, die du magst. Mhm. Also so ein bisschen fischig. Ein bisschen, ja. Algig. Algig. Mhm. Genau. Ist mir extrem zu salzig. Okay. Okay, muss man mehr Wasser. Ich finde es jetzt nicht extrem salzig. Doch, ich schon. Mhm. Die Mama macht gerne zu viel Salz in ihr Gar nicht wahr. Und der Papa eher nicht. Ich bin eher der Sparsame mit dem Salz. Ja, also mir ist es auch zu salzig und im Allgemeinen. Ich finde es gut. Ich weiß nicht so ganz genau, wie die Japaner das so verwenden, weil es steht halt wirklich Tee drauf. Nein, das hier ist das Zeichen für Tee. Das ist kein Tee, das ist eine Brühe. Genau, meiner Meinung nach auch. Also meinetwegen irgendwie zum Essen dazu oder sowas kann ich verstehen. Aber so als Teeersatz würde ich es halt einfach nicht trinken wollen. Nein, das ist so wie eine schnelle Suppe. Nach Marathon, wenn du dein ganzes Salz verloren hast. Ja. Oder ja, wenn du einfach mal Lust auf was Salziges hast und ganz leicht, dann kann ich mir das gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du das alternativ für unsere Brühe-Sachen hernehmen. Ja, schmeckt gut. Also für zum Würzen, für Kochen, für Suppen. Ja. Die nächste Suppe ist eine Ume-Kobucha-Suppe. Da steht auch wieder Kelp-Powder drauf. Also die Basis ist das gleiche, nur da ist noch ein bisschen mehr drin. Genau. Mhm. Also wir haben hier wieder Salz, Zucker, dann getrocknete Ume, dann wieder eben Kelp-Pulver. Also, und Geschmacksverstärker
und wieder irgendwelche Amino-Zeug. Mhm. Genau. Mhm. Wenn man das hier aufmacht, das Pulver schaut schon ein bisschen anders aus, weil da nämlich eben diese Ummelstücke drin sind. Also sind da so, so Popball drin. Ja. Mhm. Das riecht fast eher ein bisschen nach Tee. Ja, hat aber die gleiche, also zumindest was den Geruch angeht, die gleiche Grundtendenz wie ja. das. Ja, es ist algig. Ja, es so ist algig. Und ein bisschen Grüntee schmeckt. Ja. Riecht. Aber es ist kein Tee drin in dem Sinne. Mhm. Muss auch umrühren. Ja, ich glaube auch. Also insbesondere, weil da ja diese Stückchen drin sind von der Umme. Das setzt sich ja dann irgendwie ab. Bitteschön. Prost. Oh, schmeckt ja aus. Ich finde es nicht schlecht. Aber wie gesagt, wie Brühe. Immer noch zu salzig. Und, sag ich mal. Ich finde es weniger salzig als. Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Die Grundtendenz ist gleich, behaupte ich mal. Ja, es schmeckt ein bisschen anders. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was besser schmeckt. Heißt es ein bisschen mehr verdünnen? Nee, nicht wirklich. Ja, wenn man weiß, da kommt so ein bisschen was Säuerliches hinterher, das ist wahrscheinlich dann Umme. Mhm. Ja, aber ganz leicht. Ja, genau, ganz leicht. Also es, man merkt es nicht. Wenn du es nicht gesagt hättest. Genau. Echt? Nee, merkt man nicht. Hätte ich das zwar auch gemerkt, aber hätte es jetzt nicht unbedingt Umme zugeschoben. Ja, stimmt. Also hat ein bisschen was Säuerliches. Ich mag es lieber als das andere. Ja, ist angenehm. Also ich finde es jetzt fast auch angenehm. Aber ja, es ist meiner Meinung nach auch zu salzig. Ja. Mhm. Ich bin halt auch nicht so der Brühe-Trinker-Fan. Also die Japanerweise gibt es ja zu allem immer Miso-Suppe. Mhm. Wenn die Japaner allerdings bestimmte Sachen machen, so zum Beispiel das Aal, was ich so gerne esse, da gibt es keine Miso-Suppe dazu, sondern da gibt es halt so eine klare Brühe dazu. Ja. Nicht so salzig wie das, aber halt auch irgendwie so aus Dashi gezogene Brühe mit so ganz wenig Zeug drin, also wirklich ganz klare Brühe. Und ich mach mir daraus einfach nichts. Also es ist schon okay, es schmeckt nicht schlecht, aber ich brauch's einfach nicht. Mhm. Ja. Aber die Japaner haben halt gerne irgendwie eine Brühe oder Suppe oder ähnliches irgendwie zu ihrem Essen immer dazu. Mhm. Und vielleicht hat es da mit was zu tun, dass sie eben auch solche Sachen dann haben, damit man das irgendwie schnell hat und schnell machen kann. Aber ich weiß halt wirklich nicht, zu welchem Zeitpunkt am Tag ich mir so eine Brühe reinziehen soll. Ja, wenn es kalt ist draußen und du kommst von draußen und vielleicht nach der Sauna, dass du was Salziges willst oder so. Ja, vielleicht. Also wobei die Japaner nach dem Onsen alle Milch trinken. Was? Okay. Milch? Ja. Milch passt nicht. Ich würde so eine Brühe trinken. Okay, aber wenn es dir heiß ist, dann willst du auch keine heiße Brühe. Ja, das stimmt. Aber später dann, wenn du vielleicht hungrig wirst und dann... Ich trinke auch in Deutschland im Prinzip keine Brühe. Schau, wir sind uns da sehr ähnlich. Also ich esse zwar gern Suppe, aber da muss da schon was drin sein. Ja. Oh. Also ein paar Nudeln und ein bisschen Gemüse sollte drin sein. Ja. So, was ich jetzt auch noch habe für euch, nachdem ihr jetzt hier diese salzigen Sachen hier probiert habt. Dieser wunderschöne Super-Tee. Gyokuro-Tee. Mm. Meine Eltern sind irgendwann scharf geworden auf Gyokuro-Tee. Ja. Und den haben wir jetzt mitgebracht von einem super tollen Teeladen. Die Packung ist auch wunderschön. Die ist super, ja. Ja. Sehr schön. Aus Washi. Mit richtig, Gold. Richtig hübsch. Ja. Ja. Und da habe ich euch dann einen Tee jetzt gemacht. Mhm. Ihr dürft also. Ist aber fast, also es ist, könnte ein bisschen heißer sein. Das liegt jetzt halt daran, dass wir jetzt lange gewartet haben. Ja, aber ich find's kann man gut trinken. Mhm. Sehr gut. Sehr lecker. Hat einen angenehmen Geschmack. Ja. Ja, vor allem wenn du ein bisschen was Süßes dazu isst, ist das so eine schöne Abwechslung, dass das hier so grün schmeckt. Der schmeckt wirklich grün. Ja, der schmeckt sehr grün. Sehr, sehr gut. Gyokuro ist sehr lecker. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Und was ich jetzt noch mitgebracht habe extra, weil ich es ja gerade gemacht habe, man kann
Insbesondere die Gyokuro-Teeblätter kann man essen. Mhm. Also wenn man einen billigen grünen Tee hat, dann sollte man das nicht machen, weil es einfach nur also bitter ist. Ja. Aber wenn du so einen richtig guten grünen Tee hast, mit so ein bisschen Salz, dann schmeckt es. Achso, mit ein bisschen Salz? Gut. Mhm. Boah, der ist echt überhaupt nicht bitter. Aber ich habe zu viel Salz dran. Das ist echt so wie Spinat essen. Ja, bisschen, gell? Wie Spinat. Der ist überhaupt nicht bitter, das ist echt krass. Kann man gut essen. Und hat natürlich die ganzen guten Vitamine und Mineralien, die dir verloren gehen, weil du es ja nur brühst. Also das ist ja wieder das Gute von Matcha-Pulver, weil du das den ganzen Pulver kriegst. Aber hier kriegst du natürlich das ganze Blatt dann. Und deswegen sollte man stimmen. Ja, dann ist halt die Frage, hat man Lust dazu oder nicht, aber mit ein bisschen Salz, das ist gar nicht so schlecht. Wie ein bisschen Spinat. Also der Teeladen, wo ich immer gerne hingehe in Nagoya, der hat das beste Rezept für diese Blätter. Und zwar macht der eine Mischung aus Reisessig und Dashi. Aha. Hatten wir natürlich weder Reisessig noch Dashi zu Hause. Glaube ich, Reisessig gäbe es. Ja, aber das ist bald. Nein, ich meine oben beim Edeka. Dann gibt es beim Edeka, ja, weil man ihn zum Sushi machen will. Genau. Genau, also Reisessig und Dashi. Ganz wenig Essig, mehr Dashi, weil Dashi hat sehr wenig Eigengeschmack. Was ist eigentlich Dashi? Das ist eine Fischbrühe. Ah. Also da wird der Fisch getrocknet und dann ganz fein gehobelt, sodass man quasi so Fischspäne hat. Ja. Kann man fast durchgucken. Okay. Und das wird dann in heißes Wasser, also traditionell hatten die Leute halt diese Fischspäne zu Hause und haben dann, wenn sie kochen wollten, erstmal die Dashi-Brühe gemacht. Also Späne ins Wasser, aufkochen lassen und das Zeug dann raus. Und dann hast du halt so eine Brühe, die hat so einen ganz leichten Eigengeschmack. Schmeckt nicht fischig, meiner Meinung nach. Auch nicht salzig und nix, sondern hat halt so einen ganz leichten Geschmack, der halt wirklich dem ganzen Essen sein Umami gibt quasi. Und das verwenden die Japaner in 99% alles Essen, was sie herstellen. Kommt immer Dashi rein. Kommt immer Dashi rein. Ah, ja. Und deswegen sind halt 99% der Sachen in Japan nicht vegetarisch oder vegan. Ja. Genau. Aber man merkt wirklich, dass das ein Geschmacksträger ist, obwohl das so wenig Eigengeschmack hat. Okay. Das ist ultra lecker einfach. Und was ist das für ein Fisch, weißt du das? Das ist ein... Dashi-Fisch. Ein Dashi-Fisch. Ich weiß es halt nicht auf Deutsch. Ja, musst du nachgucken. Ja, genau. Mhm. Und manchmal in Japan kann man den auch selber hobeln, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, Kochkurse macht oder sowas. Ach so. Aber normalerweise wird es halt im Supermarkt gehobelt schon angelegt? Schon gehobelt verkauft oder dann halt jetzt neuerdings einfach so als Pulver verkauft. Ah. So wie das halt bei allen anderen Arten von Brühen heutzutage einfach der Fall ist. Okay. Genau. Ja, war sehr interessant. Also vor allem die Brühen. Ja, die Brühen. War jetzt schon mal krass. Also es ist kein Tee. Definitiv. Ich finde es auch nicht. Nein. Also es ist mehr eine Brühe. Sag ich mal, wenn man wirklich jetzt verfroren und mit nassen Füßen und was weiß ich was nach Hause käme und kein Teeler hat, dann sage ich, könnte man hier aber mit einem Viertel vielleicht von der Menge. ということで、この動画はここで終わりにします。ちなみに皆さんは梅昆布茶はどうやって飲んでますか？いつ飲んでますか？好きですか？そもそも。そういったことはぜひコメントで教えてください。私たちもすごい興味津々です。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバイ。バイバイ。